Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in einer weiteren Folge Let's Play Minecraft hier auf den Eldercraft-Server. Jawohl, und zwar Folge 50, was bedeutet, wir haben schon den halben Huni komplett. What the fuck? So, gerade reingejoint hier in Eldercraft, versteht ja schon, du hast ungelesene Nachrichten, lese sie mit Nachrichten und alles klar, schreibt der Drachen83, der ist auch wieder am Start. Wann ist er mal nicht am Start? So, dann werden wir das gleich mal kurz mal machen, / Nachrichten. Kriegen wir ja Liebesbriefe oder was ist denn das hier? Auktion, Auktionsdauer der Auktion, 234 mal hellgrauer Farbstoff, abgelaufen. Niemand hat für die Auktion geboten. Oh, die Items wurden dir per Post zurückgesendet. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal schnell zum Briefkasten. Spawn. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt schon kennt mit dem Briefkasten. Kennt ihr den Briefkasten? Ich weiß gar nicht. Ich zeige euch das einfach mal. Oder hatten wir das schon? Ich weiß nicht, wir haben schon jetzt, wie gesagt, nach 50 Folgen. Da ist so viel los. Und hier ist der Postmeister. Hallo Postmeister. Postausgabe, Posteingang, Paket empfangen. Ich glaube, ich habe ein Paket empfangen. Auslieferung von den Items. Jawohl, nehmen wir mit. Und da sind sie auch schon. Angebot annehmen. Zack, und da haben wir sie auch alle im Inventory drin. Wollte keiner kaufen. Trotz, obwohl wir günstig gewesen sind. Finde ich ein bisschen krass irgendwie, aber naja, müssen wir mal überlegen, was wir da in Zukunft machen. So, und jetzt geht's erstmal wieder zurück. Home, Rio. Zack. Denn ich habe heute ein bisschen was vor mit euch. Ich habe natürlich was überlegt, da die letzten Folgen ja doch wieder ein bisschen mehr auswärts waren. Wo wir ein bisschen was zusammengestückelt haben. Wo wir mit dem Drachen so ein Ocean Monument da irgendwie auseinander zerlegt haben. Zumindest die Reste davon. Habe ich mir überlegt, wir schaffen mal so ein bisschen Ordnung. Und hier, ihr seht ja selber, wie das hier drin aussieht, wie Kraut und Rüben. Und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, Mensch, wir müssen unbedingt mal irgendwie Ordnung machen. Ich sehe gerade, das können wir durchaus hier mal abladen. Da, Cobblestone kann da noch mit rein. Das kann da eigentlich auch noch mit rein. Die Pfeile können da noch mit rein. So, jetzt haben wir da nicht erstmal so ein bisschen Ordnung gemacht. Ja, Gott, in Anführungsstrichen, Ordnung gemacht. Nee, Leute, Spaß beiseite. Ich habe hier wirklich Bock, jetzt mal irgendwie ein bisschen aufzuräumen, weil die Kisten, ihr seht selber, schaut euch das mal an hier, das ist alles Kraut und Rüben hier. Also hier ist alles voll. Die Frage ist, brauchen wir tatsächlich so viel Cobblestone, ja? Und ich will jetzt irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwie kommt mir das alles ein bisschen zu viel vor von dem, was wir haben. Und deswegen würde ich gerne mal ein bisschen entmisten hier, auch entrümpeln. Und es tut ja auch nicht, tut ja auch keinen Abbruch, wenn wir das Ganze so ein bisschen mal, ich habe hier gerade mal ein bisschen durchgerödelt. Oh Gott, da ist auch noch was drin. Tut ja keinen Abbruch, wenn wir das Ganze mal ein bisschen zusammen aufräumen. Da könnt ihr mal so sehen, aha, wieso geht aufräumen, ne? Ist auch mal wichtig. Zum Beispiel hier, was ist denn da los? Also hier erstmal, das nehmen wir uns erstmal sofort mit. Weil das muss, braucht man nicht hier so viele Stacken hier rumliegen haben. So, das reicht aus, wenn wir da 64 haben. So, und diese werden wir jetzt erstmal hier nehmen. Das packen wir mal hier rein, Golderz. Das nudeln wir auch mal eben durch. So, und hier draus, guck mal, wie viele Plätze das wegnimmt. Ja, das ist Wahnsinn. So, und das machen wir jetzt einfach mal so. So, dann machen wir das mal so. Ups. So, da steht da jetzt 64. Wieso steht denn da 64? So. Irgendwie klappt das nicht so richtig, wie ich will. Naja. So, dann haben wir da 30. Ach, wisst ihr was? Wir machen das einfach alles da rein. Das wird schon irgendwie funktionieren hier. Komm, einfach mal da rein. Alles, geht das nicht da rein, wenn ich das so mache? Ach doch. Nee, dann sortiert da so unten ein. Schade. Weil ich wollte das mal alles hier so. 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 Und was übrig. Ja, da siehst du, geht doch. So, und jetzt machen wir einfach alles mal hier so zack umwandeln. So, jetzt teilen wir das mal. So, das hätte man auch bestimmt besser machen können. Aber nun gut, ihr kennt ja, bei mir ist immer so, ne? Alles durcheinander. So. Zack, und jetzt habe ich nämlich Eisenblöcke. Das ist wesentlich angenehmer. So, das überlege ich gerade. Moment mal, jetzt sammle ich das mal kurz nochmal ein hier. Ich bin gerade am Überlegen. Wir brauchen ja auch noch so ein Teil hier, ne? So ein. Ach so. Wie geht der Amboss eigentlich nochmal? Das überlege ich, frage mich jetzt. Ah, jetzt geht das wieder los hier. Wie geht denn der scheiß Amboss? Muss ich mich direkt mal erkundigen, aber es kann auch gar nicht sein, dass ich das schon wieder vergessen habe. Ich glaube, unten war eine komplette Reihe, ne, von den. Echt, so teuer ist der?
Wir haben ja hier das Rezeptbuch. So, gehen wir mal auf Suche. Wieso geht das nicht? Sag mal, stelle ich mich heute hier wirklich an wie der erste Mensch, Freunde? So, jetzt ist aber aktiv hier. So, und jetzt will ich wissen, wieso kann ich das nicht suchen? Wieso zeigt der mir das nicht an? Hell, was? Herstellbares wird angezeigt. Stimmt ja gar nicht. Hä? Sag mal. Weil ich den noch nicht gecraftet habe, oder was? Ich will jetzt hier suchen, hallo? Wieso kann ich hier nicht suchen, Freunde? So, dann zeigt er mir das an. Dann zeigt er mir das an, da kriege ich die... Der müsste mir doch normalerweise hier mit dem Kompass das anzeigen. Das funktioniert nicht, Leute, Minecraft, hallo, das funktioniert nicht. Leute, das ist, sorry, das ist total der Fail hier gerade, den ich hier fabriziere. Aber das ist so halt. Das müsst ihr, das kennt ihr bei mir. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen verwirrt und wenn man verwirrt ist, dann passiert sowas. Aber eigentlich das Einfachste, einen Amboss zu machen. Oder jetzt, warte mal, jetzt will ich das aber wissen. Aha. So, Freunde. Da haben wir jetzt einen Amboss. Aber warum hat er mir das nicht angezeigt? Da bin ich jetzt echt gerade ein bisschen am Überlegen, weil... Der müsste mir doch den Amboss anzeigen, oder? Was ist das für ein komisches Rezeptbuch? Das funktioniert ja gar nicht richtig. Ja, also da haben wir das Problem gehabt. Er hat es nur nicht richtig angezeigt und ich habe ein bisschen rumprobiert und siehe da, das hat funktioniert. So, und wir sind auf jeden Fall mit dem, was wir vorhatten, sind wir auf jeden Fall gut weitergekommen. Auch wenn es zwar gerade ein bisschen, naja, ein bisschen tollpatschig war, aber egal, jetzt steht hier so ein Teil rum. Ach so, von unseren Tränken. So, jetzt haben wir erstmal wieder einen neuen Amboss und prima. So, gut, Knut. Dann haben wir das schon mal erledigt. So, den restlichen heben wir auf. So, naja, das ist ja jetzt nicht weiter dramatisch. Schaut mal, Freunde. Und so hat man erstmal wieder einen neuen Platz gewonnen. Und die können wir dann theoretisch sogar später mal verkaufen. So, das Gleiche machen wir jetzt hier mit der Kohle. Das ist mir hier auch ein bisschen zu... Obwohl Kohle... Da bestücken wir jetzt mal die Öfen. Da können wir auch erstmal wirklich voll reinzwiebeln. Machen wir mal alle auf... Ja, genau. Guck mal, da machen wir mal alle 64 hier. Da kennen wir gar nichts. So, was übrig bleibt, okay. Moment, da sind auch noch Öfen. Da sind 64 drin. Und hier unten ist gar nichts drin und da muss noch was durchnödeln. Naja, siehst du, schau. So, dann haben wir das. So, dann ist das Problem auch schon gelöst. Okay. So sieht das aus. Die Eimer gehören da überhaupt nicht hin. Die Eimer gehören, wenn überhaupt, da nach oben. So. Dann haben wir das Problem auch schon erledigt. So, was ist denn das hier? Feuersteine. Also eigentlich brauche ich überhaupt gar keine Feuersteine. Ich wüsste nicht, wofür. Und jetzt bin ich halt wirklich am Überlegen, ob wir die vertickern oder ob wir die im Admin-Shop verkaufen. Also das sind so Sachen, wo ich noch so ein bisschen am Überlegen bin, was wir damit machen. Farbstoff, den hatte ich hier gesehen. Den packen wir hier erstmal wieder rein. Da finden wir noch einen Käufer, Freunde. Hundertprozentig. So, jetzt sind wir immer noch mit der Erzekiste beschäftigt. So, unsere goldene Badewanne haben wir gemacht. Also wir haben jetzt immer noch Gold hier übrig. Oh Gott, das verkaufen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir nicht. So. Okay, so sieht das eigentlich ganz gut aus, wenn man das so lassen würde. Außer, dass ich das gerne so haben würde. Ja, machen wir dann immer so. Und dann verarbeiten wir die gleich zu Blöcke. Mit Ausnahme der Kohle. Komm, so zack. Ja, gut, die drei lasse ich dann jetzt erstmal da. Der Lapis, den werden wir verbrauchen. Deswegen mache ich mir da jetzt erstmal keine Blöcke von. Weil wir verzaubern ja doch häufiger. Hier übrigens können wir austauschen. Da haben wir Smaragdblöcke. Da haben wir 20 Stück, weil wir diese Schatzkisten dort gefunden haben. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was wir mit dem Schatz hier machen sollen mit diesen Sachen. Also bin ich so ein bisschen genauso wie Dia-Blöcke. Also da haben wir einiges und Redstone, naja, das hebe ich mir mal auf. Was ist das denn hier?
Eine Wasserflasche gehört da gar nicht rein, Schleimbälle gehören da nicht rein und Kohle, haben wir gesagt, kommt dahin. Na, wobei die können, naja, lass drin. So, gut, dann ist unsere Schatztruhe weitgehend aufgeräumt. Finde ich gut. So, was ist das hier? Rote Betesamen brauche ich überhaupt nicht. Die können wir komplett hier wegpacken, weil das brauchen wir einfach nicht. Das ist Quatsch. Genauso wie die ganzen Knochen da oben, wobei wir die noch brauchen werden. Hier, Wasserflasche brauchen wir nicht, kann erstmal weg. Plattenspieler kommt später woanders hin. Bücher kommt später woanders hin. Das brauchen wir. Das kommt auch nicht hier hin. So, also ihr merkt schon, heute ist hier definitiv große Reinemacher-Aktion. Wir sind hier am Hin- und Her-Sortieren von irgendwelchen Sachen und es muss auch mal sein. Ich wollte mit euch einfach mal eine Aufräumfolge machen, ja? So, dass man einfach mal so ein bisschen aufräumt wie die Bekloppten. So, das kann hier rein. Ja, und jetzt würde ich sagen, werden wir auch schon den ersten Krimskrams mal machen, indem wir hier mal eine Runde verkaufen gehen. So, Schleimblöcke. Können wir, ich überlege gerade. Kann man daraus irgendwie... Ja, das geht. Prima. Dann nehmen wir den Schleimblock mal eben noch kurz zu den anderen Blöcken. Der müsste ja hier sein. Da, Schleimblock 20. Haben wir jetzt 21. So, und das ganze Zeug hier, das nehmen wir jetzt mal mit und verkaufen das mal. Wir gucken mal, ob wir das loswerden. So, außer hier Prismarin. Damit wollen wir noch arbeiten. So, was haben wir denn hier, was wir verkaufen können? Ich würde sagen, das heben wir erstmal auf. Weil das können wir bestimmt noch früher oder später gebrauchen. Da müssen wir nur ein bisschen umsortieren. Die Schleimbälle können weg. Das werden wir leider nicht los. Das müssen wir dann irgendwo anders hinbringen. Müssen wir mal schauen, wie wir das loswerden. So, Cobblestone. Das kann aber definitiv weg. So, jetzt müssen wir mal kurz mal eine Kiste zwischenlagern. Dann machen wir mal kurz alles rein, was wir jetzt nicht brauchen. So, das Schwert zum Beispiel... Das benutze ich zur Verteidigung. Falls er da kommt, dann kriegt er ein Schwert auf den Kopf. So, das kann auch auf jeden Fall weg. Das wollten wir vertickern. So, und jetzt können wir erstmal weitermachen. So, und zwar... Hier, komm, Erde. So viel Erde brauche ich nicht. Deswegen nehmen wir jetzt mal hier die ganze Erde. Zack. Und... So, dann haben wir da mal eine Kiste Erde reicht. Und die können wir auch theoretisch in den Shop drin packen. Weil der... Eigentlich brauche ich überhaupt Erde. Sand, okay, aber Erde? Komm, weg damit. Ich brauche die jetzt nicht mehr. So. So sieht das gut aus. Gut, dann würde ich sagen, ab zum Shop. So, jetzt machen wir mal richtig hier Markt. Jetzt machen wir hier mal wirklich mal ein bisschen Knaster hier, indem wir hier wirklich mal ein bisschen aufräumen. Ist wirklich mal langsam auch fällig hier, dass wir das mal machen. Weil die Kisten, ich will endlich mal Ordnung haben und nicht so viel Krimskrams da drin, weil das braucht man nicht. Ich könnte die natürlich jetzt auch im Admin-Shop da hier im Auktionshaus... Ist das ein Drachen? Nee. Ich könnte die da theoretisch auch im Auktionshaus vertickern, aber das dauert mir einfach zu lange. Und deswegen, komm, gehen wir hier zu Erwin hier und Erwin, der kauft uns jetzt das sofort ab. Pro Stack gibt es, ja, 37, komm, weg damit und tschüss. Siehst du, so schnell geht das. Haben wir 944 Taler gemacht. Und so schnell kann man Sachen loswerden. Hier, das kann auch weg. Wunderbar. Pflanzen. Hier, so eine Samen da. Zack, weg sind sie. So, jetzt gucke ich gerade mal kurz bei Edelsteine. Können wir diese kleinen Dinger da, diese Popel da... Nee, das können wir gar nicht. Schade. Ja, dann müssen wir die irgendwie so anders loswerden. Und hier... Monster Drops, das geht aber Schleimbälle. Zack, weg sind sie. So, und somit haben wir schon wieder ein bisschen Platz geschaffen. Perfekt. Und wir haben 954,86 Taler verdient. Das ist doch schon mal was. So. Und, ja, im Hintergrund läuft übrigens gerade wieder eine schicke Playlist. Und, ja. In dieser Folge braucht ihr euch, ja, nicht zu wundern. Wie gesagt, hier wird jetzt die ganze Zeit hier rumgerödelt. Und guckt mal, was wir da haben. Da haben wir noch ganz viel Cobblestone. Zack. Da kennen wir jetzt gar nichts. Alles mitnehmen hier. Zack, das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Wir machen die Hütte jetzt voll hier. So. Was ist das hier? Pilzblock? Cobblestone. Oh, komm, ich will die Cobblestone noch mitnehmen. Ja, dann müssen wir was anderes hier lassen. Was lassen wir denn hier?
zwei Sachen. Hier vielleicht das Gammelfleisch. Hm. Lass mal das Gammelfleisch erstmal hier. Dafür nehmen wir die Dinger mit. So. Gut. Ja, und dann geht's schon wieder zurück zum Shop. So, wir vertickern das jetzt. Ich bin gespannt, Freunde, wie viel jetzt durch unsere Aufräumaktion. Vielleicht sollten wir die Folge wirklich so Watercave Crafter räumt seine Butze auf. Vielleicht könnte man die ja wirklich so nennen oder so. Ja, weil, warum, das würde ja sich passen, würde passen. So, Steinware hier. Wer ist er denn? Erwin Stein. So, Bruchstein. Zack, weg, voll Bums, verkauft. Schaut euch das mal an, krass. So, weg. Netherrack, weg. Hohoho. Hier geht das ab, hier. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Gemüse. Das können wir auch noch gleich vertickern. Hier, was ist das? Karotte. Hier, so eine Samen da. Zack, weg sind sie. Zuckerrohr. Kann auch weg. Ist da noch mehr drin? An Gemüse? Nö. Redstone haben wir aber noch. Redstone kommt hier hin. Da, schön den ganzen Block. Da kriegen wir für... Oh, das ist ja auch nicht schlecht. Da haben wir auch schon ein bisschen was gemacht. So, wo gibt's denn hier diese... Das würde ich gerne mal loswerden. Hier, ne? Ja. Zack. Ist auch weg. So, dann haben wir noch Holzware. Na, wirst du wohl. Kleinvieh macht auch Mist nach dem Motto. Zack, weg damit. Und hier Eichensetzlinge. Oh, das hat sich auch gelohnt. So, und mal ein paar Monster-Items haben wir auch noch im Angebot. Zack, und die Spinnweben. So, super. Ja, schaut mal an, Leute. 2241 Taler haben wir schon wieder. Das ist schon wieder die halbe Shop-Miete. So, den Rest machen wir übrigens mal. Wir haben ja hier so eine halbe, wie heißt es so schön? Ja, Schrottablegestelle bei uns im Hausboot. Das wird ja eh abgerissen. Deswegen packe ich hier erstmal schön die, wird die Katze von uns gerade rausgetragen. Die Süße trägt gerade die Katze raus. Das Hühnchen. So, und hier haben wir nämlich diesen ganzen Krempel. Das packe ich jetzt immer da immer hin, ne? So, alles, was ich nicht loswerde. Vielleicht können wir das später irgendwo mal fröhlich verteilen. Oder ich muss meinen Drache fragen. Vielleicht will der davon irgendwas haben. Das ist ja unsere... Ja, außer die Angel natürlich. Obwohl, die kann er theoretisch dann auch haben. Wenn sie bis zu dem Zeitpunkt noch da sein sollte. So, Home Rio. Und weiter geht's mit der großen Entrümpelung. So. Das sieht doch mal schön aus. Jetzt gucken wir gleich mal als allererstes dort oben in die Kiste rein. So, weil hier... Wie sieht's da jetzt aus? Also die Bögen, das kriegt eh der Drachen. So, das Gammelfleisch, ja, das können wir jetzt eigentlich wirklich verkaufen. Das will ich gar nicht aufheben. Das Pilzzeug da, das kommt wieder zum Hausboot. Das will ich auf jeden Fall, das kommt auch zum Hausboot. Das hier möchte ich auf jeden Fall ins Auktionshaus bringen. Das kommt hier ins Hausboot. Ja, das ist hier Spaß für nebenbei. Ja, und diese Dinger hier, die möchte ich ins Auktionshaus bringen. Um mal zu gucken... Wieso sind denn da nur 32? Oh, da müssen wir noch ein bisschen an unserer Monsterfalle. Da kommt bestimmt noch ein bisschen was dazu. So, was ist hier? Ah ja, hier haben wir diese ganze Geschichte mit dem Kies. Die nehme ich jetzt mal mit. Wir haben jetzt unten Platz wieder. Das heißt, kann ich diese jetzt nach unten bringen und unten reinpacken. Das ist für unsere Betonherstellung wichtig. So, und damit ist diese Kiste hier auch erledigt. Ist da irgendwas noch drin? Nö. Okay. So, dann haben wir da auch schon Ordnung geschaffen. Das machen wir jetzt nach unten in die Kiste. Nämlich da, wo die Geschichte drin war mit der Erde da oben. Schaut mal, jetzt haben wir hier nämlich schön Platz. Und jetzt kann ich hier die nächsten zwei Reihen schön mit Kies machen. Weil Kies ist mir wichtig wegen der Betonherstellung. Und ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Beton. Danach ist mir das auch egal. Dann können wir das theoretisch dann wegpacken. Oh, krass, Leute, wir sind 19 Minuten dabei und wir waren nur kurz beim Postmeister gewesen und haben hier so ein paar Sachen vertickert. Das ist noch gar nicht so... Oh, ist ja voll krass, ey, wie die Zeit vergeht mit Aufräumen. Ja, also ich glaube, das machen wir wirklich nur eine Folge, nicht wie ich erst vorhatte mit mehreren Folgen, weil ansonsten kriegt ihr, glaube ich, die Krise. Sandstein verkaufen wir übrigens. Sand, 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 Sand. Okay, Sand heben wir auf jeden Fall auf. Sandstein haben wir hier übrigens noch. Glas heben wir mal. Ah, komm, dann mach den Sandstein da auch hin. Ja, ist in Ordnung so. Ist in Ordnung so. Können wir so lassen. So, aber hier werde ich mal zusätzlich noch Knochenmehl und Baumehl, weil das gehört alles zusammen. Das brauchen wir. So, der Rest kann, wie gesagt, dann wieder weg hier.
Das ist dann Kies. Irgendwie stapelt mir der das immer so komisch. So, da kann der Kies nämlich auch weg. Also man könnte ihn jetzt auch aufheben, aber will ich nicht. So, Cobblestone, komm. Komplett hier. Reiß die Bude ein. Können wir erstmal auch die Hälfte mindestens hier weg. Jetzt ist das schon wieder voll. Nehmen wir die Hälfte auf jeden Fall weg, weil brauchen wir nicht. Das hat eigentlich der Drachen da schon wieder geschrien. Ja, wie geht's? Ja, also der ist wieder heute verwirrt, der gute Drache. So, wir gehen jetzt hier erstmal Richtung Markt. Aber der hat gut reden, ne? Weil ich bin ja selber immer verwirrt. Deswegen ja, ergänzt sich das wahrscheinlich auch so gut. So, Leute, aber wir ziehen das hier, wie gesagt, voll durch hier. Noch 5 Minuten haben wir. Und ja, in diesen 5 Minuten, wie gesagt, da werden wir das auch komplett nochmal reißen hier, das Teil. Zack, schon wieder weg. Und Kies müsste ja dann logischerweise hier bei Erde sein, ne? Lass mich raten, ja, Kies. Oh, das bringt ja auch nicht so viel. So, zack. Und hier nochmal Monster-Items. Da kommt ja das Gammelfleisch. So. Und wie war das jetzt mit diesen Pilzblöcken? An die Pilzblöcke kannst du nicht vertickern. Deswegen kommen die in unsere Sperrmüllgeschichte hin. In Anführungsstrichen Sperrmüll natürlich. So. Zack. Kommt hier in die Kiste mit rein. Die kann der Drachen dann mal looten, wenn er Bock hat. So, da hat sogar noch ein bisschen Rüstung hier. Schaut mal. Rüstung packen wir mal dahin. So, eine Fackel. Hier gibt's auch noch eine Redstone-Fackel. Die gibt's oben drein. Klasse. So, und wieder zurück nach Rio. Ja, läuft doch. Mein Gott, nee, 3382, also ich sag's ja immer wieder, Kleinvieh macht auch Mist und ja, finde ich gut. Weil so gammelte Zeug da eh nur bei uns rum und wir haben da einfach keine Verwendung für. Im Shop kann ich es nicht anbieten und jetzt ist hier wirklich schön leer und hier, wie gesagt, alles ist aufgeräumt, so habe ich mir das vorgestellt. Und das ist im Endeffekt jetzt das Ziel der Sache, denn in der nächsten Folge werde ich euch, wie gesagt, nicht foltern, dass wir hier weiter aufräumen, sondern da werde ich euch nur zeigen, was wir hier gemacht haben. Ja, also hier ist ganz katastrophal. Und da möchte ich nämlich mit euch was bauen. Und zwar räumen wir dann unsere Etage ein. Und wir haben noch eine Etage, die wir einrichten wollen. Und das machen wir dann hier mit diesen Steinen hier. Wir gucken mal, Prismarin ein bisschen verwenden. Ein bisschen aus Beton werden wir was machen. Aber so bin ich jetzt schon wirklich sehr zufrieden. Das sieht gut aus. Hier kommen den Stack, den vertickern wir noch. Dann ist da erstmal Ordnung. Die kümmern wir uns später um die Kiste. So, hier brauchen wir uns theoretisch keine Sorgen mehr zu machen. Wobei, ja, das ist auch wieder so eine Sache, Auktionshaus, die ich mal versuchen wollte. Weil im Shop habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Platz mehr dafür, für diese Birkengeschichte. Man kann sie anbieten. Vielleicht kauft es einer, ich weiß es nicht. Ja, genauso wie hier Eichensetzlinge. Also da könnten wir auch schon wirklich... Ach komm, ey. Naja, ich heb sie erstmal auf, weil wir haben... Wir sind halt Holzfäller vom Beruf. Ja, aber komm, das kann hier weg. Das Schwarzeichenlaub ist überflüssig. So, wie sieht's hier aus? Tropen. Ja, also hier ist auch ein bisschen was passiert, seht ihr schon. Das kann übrigens auch weg. Wobei, das heben wir mal auf, weil... Das ist Deko für uns. Akazie kann aber weg. So... Naja, ist alles so Gribbelgrabbel hier drin. Und hier genau das gleiche. Also wir hatten hier von allen immer ein bisschen mitgenommen. Völlig bekloppt eigentlich. So. Gut, Werkzeug. Was ist denn da jetzt Phase eigentlich? Da haben wir jetzt hier auf jeden Fall noch jede Menge Schaufeln. Das heißt, wir können hier auch mal so ein bisschen auf Tour gehen. Ja, da haben wir ja wirklich ordentlich. Also da können wir nochmal richtig abfahren. Die können wir noch verzaubern so ein bisschen. So, dass wir da noch ein bisschen was rausholen können. Ja, diese komische Ho-Geschichte hier. Das ist dir, das ist dir. Effizienz. Oh, das ist hier die Silk Touch. Die heben wir auf jeden Fall mal auf. Hier sind 2 normale noch. Das ist wichtig. Effizienz, Haltbarkeit 3 und Glück. Die müssen wir dann mal reparieren. Hier ist unser Superbogen. Den wollte ich auch noch mal reparieren. Stärke 4, Flame und Unendlich ist nicht schlecht. Da haben wir übrigens noch einen zweiten irgendwo gehabt. Tonklumpen kommt hier überhaupt nicht rein. Und Eimer und Kompass, naja, der typische Gedönszeit, was man so immer mitnimmt. Hier sind übrigens Schienen drin. Die gehören hier auch nicht hin. Die gehören nämlich in Shop normalerweise. Deswegen bauen wir die jetzt auch. Komm hier hin. Wobei, die können wir hier nach oben packen. Ja, warum sind hier eigentlich Schienen drin? Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Das werden wir gleich mal in Shop bringen, Freunde.
Hier sind verzauberte Bücher, ja, die muss ich auch in den Shop bringen. Das muss ich allerdings alles noch ein bisschen sortieren. Und das hatten wir schon sortiert. So, das sieht ja gut aus, oder? Jetzt ist nur noch hier ein bisschen Gribbelgrabbel drin. Hier, Eichensetzling kann weg. Das hier geht zurück in den Shop. Okay, also müssen wir jetzt gleich mal eine Runde in den Shop gehen, glaube ich. Hier ist nochmal ein Bogen. Diamantenhacke mit Haltbarkeit, okay. Hier ist eine Eisenspitzhacke, na, die brauche ich eigentlich nicht. Okay, naja, wir können sie ja mal aufheben. Genauso wie dieses Schwert hier. Das kommt da auch woanders. Da habe ich übrigens auch noch was gesehen. Das war hier bei Akazie, war das, ne? Ja, genau. Hier so eine Stickies. So, das ist nämlich Werkzeug. Ja, Leute, so räumt man auf, ne? Ist doch irre irgendwie ein bisschen. So. Schaut mal einer an. Dann kann man ja wirklich wieder ein bisschen hier Gedöns hier wieder sortiert. So, Tonklumpen. Da fällt mir gerade was ein. Die können wir nämlich schön da drin mal rein durchrattern. So, das hier wäre eigentlich so eine Thematik-Shop auch. Ja, Trank ist auch wieder... Aha, Glowstone. Das ist hier für die Tränke, die wir da gemacht haben, wisst ihr? Kommt hier hin. Okay, da haben wir wieder keinen Platz. Kann ich irgendwas rausruppen? Hier, Netherrack geht raus. So, da ist eine Steinaxt. Naja, die bringt nicht viel, ist aber auf jeden Fall ein Werkzeug. So, Axt hier. Steinaxt hat er. Wo ist die denn übrig geblieben? Hier, Spinnwebenfäden. Hatte ich doch hier drin auch schon irgendwo gesehen. Ja, da haben wir 64, da haben wir ein komplettes Stacken. Leitern habe ich auch schon gesehen, die kommen hier hin. Werkzeuge, Leitern. Zack. Ja, ich und aufräumen. So geht es. So, was ist denn das hier? Prismarin. Da ist übrigens noch mehr Prismarin. Das müssen wir da mal sortieren. Melonkerne kann eigentlich auch weg. Netherwarzen, da haben wir unten angebaut. Kann weg. Das werden wir nicht los. Das ist hier wieder so ein... Ja, das ist ja wieder so Thematik da. Das geht... Was ist das denn hier? Ah! Da ist nochmal eine Silk Touch, sehe ich gerade. Nice. Da ist noch eine. Guck an. Effizienz 3, Behutsamkeit und Haltbarkeit 1. Was hat die? Die hat Effizienz 3, Behutsamkeit und Haltbarkeit 3. Die ist wesentlich besser hier. Wenn die ein bisschen runtergenödelt ist, dann kann ich die da oben verbessern. Das ist eine richtig coole Axt. Komischerweise habe ich Behutsamkeit immer nur auf einer Axt. Warum, weiß ich gar nicht. So, hier sind nochmal zwei Tränke, leckere. Hier ist nochmal eine komische Diamantenschaufel. Auch auf jeden Fall ein Werkzeug. Mal reinpacken. Aber war nicht verzaubert. Schon wieder Eimer. Ey, Leute, wie viele Eimer haben wir denn? Das sind die Sachen, die wir aus dem Dungeon mitgebracht haben, glaube ich. Da hatten wir so viele... Oh, hier auch nochmal ein Werkzeug. Gammelfleisch können wir verkaufen. Das können wir auch auf jeden Fall verkaufen. Hier, ganze Zuckerrohr. Wobei, davon können wir Papier herstellen und ein paar Bücher, glaube ich. Dann können wir mal den Zaubertisch da auch mal aktivieren. Das heben wir auf. Ja, das kommt nach oben zu Bögen. Das heben wir auf. Das weiß ich gar nicht hier. Goldener Apfel, das Gold, das hört sich so nach Schatz an irgendwie. Packen wir mal goldenen Apfel hier rein. Der ist sogar verzaubert. So, dann haben wir da noch ein paar Truhen. So, Leute, wir sind gleich fertig. Hier mit uns, nicht nur mit den Nerven. Hier, Kürbisse. Da wollte ich mir mal eine Kürbislaterne machen oder zwei. Aber die haben wir ja theoretisch unten. Die brauchen wir ja nur ja, abackern. Deswegen können wir die verkaufen. So, und das ist jetzt hier unser Zeus. Das können wir auch verkaufen. Wobei, da können wir auch mal hier so ein paar Stickies mal neue machen, sehe ich gerade. Zack, dann ist das auch ein Abwasch. So, und aus den Dingern können wir was Fröhliches bauen hier. Erde kann weg. Was ist das hier? Obsidian. Obsidian, haben wir da eigentlich Obsidian drin? Ach, Obsidian haben wir gar nicht. Interessant. Dann werden wir Obsidian auf jeden Fall mal aufheben. Können wir uns einen Tisch bauen. So, hier ganz viel Tropenholztüren. Also das ist auch wieder so eine Geschichte für... Ja, vielleicht brauchen wir die noch. Ich weiß es nicht, aber... Weil das wäre dann so ein Fall... Das wäre so ein Fall, dann, wenn wir da... hier die Sache schon unsere Etage da einrichten wollen und das wohnlich machen wollen... Dann wäre das theoretisch so ein Fall dafür. So sieht das doch eigentlich ganz gut aus, oder? Hier, komm, so ein Boot und so ein Wassereimer noch und das packen wir dann mal hier hin. Wassereimer, naja gut, drei.
Egal. Leute, die Folge schon längst zu Ende, sehe ich gerade. Wir haben schon wieder 30 Minuten und damit sage ich jetzt Tschüss an dieser Stelle. Ich verkaufe hier noch ein bisschen. Werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, was passiert. Und in der nächsten Folge, dann sind wir hier fertig mit dem Aufräumen. Keine Sorge, dann geht es nämlich wieder an eine Baufolge ran. Nur als Folge 50, dachte ich, die nutzt du aus, um aufzuräumen. Wird ja auch Zeit. Bis dahin, schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.